fahren nur alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel, doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. Da haben wir einen echten Scheunenfund. Wenn das denn die Scheune gewesen wäre, wäre ich glücklich gewesen. Ist nicht die Scheune. Er stand draußen. 8 Jahre. Unbewegt. Ja. Irgendwann mal den Steuerbescheid bekommen und dann hingestellt und das war's dann. Ja, die Dinger kosten nur mal eben 840 Euro Steuern. Das bleibt nicht aus, ne? Ja. Zustand. Boah. Wie soll ich euch dazu sagen? Geht so. Also meiner war schlimmer. Ja. Schlimm sind die alle. Die haben alle Durchrostungen. Da fehlen überall Schwellerteile. Das ist. Aber der ist unverbastelt. Das ist das Gute an der ganzen Geschichte. Der ist unverbastelt. Da war noch keiner dran. Hat noch keiner dran rumgelötet. Ich blende euch mal ein, was an meinem passiert ist, bevor ich den repariert habe. Ja, die haben den regelmäßig über den TÜV gelötet. Mehr als löten kann man das nicht nennen. Da musste ich alles neu machen. Könnt euch das Video gerne angucken. Am Ende verlinke ich euch das. Ist eigentlich nur eine Bildergalerie, weil Filmen hatte ich keine Lust. Ich habe den in 18 Tagen habe ich den durchgeprügelt. Also durchgeschweißt bis zum TÜV. Das war schon einiges. Ja. Das Angebot hier konnte ich nicht stehen lassen. Jetzt mal eben in die Papiere gucken. Ich glaube, der ist da gar nicht mal so weit rumgekommen. Ja, er ist offensichtlich irgendwie dritte oder vierte Hand oder sowas in der Richtung. Und Stilllegung, die letzte. 30. Januar 2007. Noch mit altem Brief. Ne? Geile Sache. Ja, wie gesagt, mit dem Auto nicht klargekommen. Bezüglich der Steuern und sowas in der Richtung. Und wahrscheinlich auch ansonsten ein bisschen überfordert mit der Technik. So viel Technik ist da gar nicht dran. Ja, gut. Kann man alles überleben. Das Witzige an der ganzen Sache ist, da sind Felgenschlösser drauf und ich habe keinen Schlüssel. Das wird auch noch lustig. Gerade bei Schlüsselweite 27 haben die Radmuttern bei dem Ding. Ja, das könnt ihr euch vorstellen, wie fest das ist. Ne? 160 Newtonmeter werden die angezogen. Auch bei Alufelgen, ja, ja. Das wird noch ein heiterer Abend, wenn wir die lösen wollen. Ja, rostmäßig das Übliche. Das Problem an der ganzen Sache ist, er läuft nicht. Ja. Erstmal ordentlich Besuch vom Marder. Alles total versifft, verölt. Die Kühlbüttel stand die ganze Zeit offen. Kein Vorglührelais drin. Puh. Unten fehlen so einige Leitungen vom Turbo und so, alles in der Richtung, aber das soll mich nicht kümmern. Ich habe ihn noch nicht gedreht. Ja. Da wollte ich euch mitnehmen. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen zu dem Auto. Ganz normaler Discovery. Ohne Klimaanlage, wie man hier sieht, kein Klimakompressor. Offensichtlich gab es die mal, weiß ich auch nicht, zu verschenken. Ich habe jetzt 1, 2, 3 grüne. Ja,
Wollen wir mal gucken, ob der anspringt irgendwann bei lichter Gelegenheit oder sowas in der Richtung. Aber hier oben ist alles Fratze. Das ne? Ventildeckeldichtung, müssen wir drüber reden. Wie sieht es im Öl aus? Minimum. Habe ich auch erwartet. Den Zahnriemen, naja. Angeblich ist er gemacht worden, aber das ist jetzt auch schon 10 Jahre her. Also von daher könnte das noch lustig werden. Ne? Luftfilter. Ja. Ja, genau. Da hat jemand im Ansaugtrakt gewohnt. Aber der ist jetzt eh, glaube ich, irrelevant, der Luftfilter. Ja. Sprit brauchen wir. Tja. Batterie habe ich schon mal eingebaut, ob wir grundsätzlich Lampen und so alles in der Richtung geht. Die Versuchung war groß, den Schlüssel zu drehen, aber nee. Das klappt noch nicht, denke ich. Muss den Motor jetzt nicht sofort töten. Ja, ansonsten Keilrippenriemen können wir auch in die Tonne treten, Spannrolle können wir in die Tonne treten. Alles rostig. Ja, so eine Außenlagerung von Autos ist jetzt nicht so die, die beste Idee. Ja. Ja, Ventildeckeldichtung sieht man. Komplett in den Fritten. Kurbelgehäuseentlüftung. Ölt sich auch was vor sich hin. Ich glaube, wir nehmen den einfach mal so, wie er ist. Und waschen den erstmal. Lassen wir also drauf. Jetzt nur einmal den Reifen aufgepumpt, damit der nicht sich komplett platt steht. Dass die Reifen tot sind, ist mir auch klar. Nach 10 Jahren. Ne? Also, das ist klar. Tja, gut. Er hat sogar ein AGR-Ventil, aber nicht mehr lange. Das fliegt als erstes raus, immer. Grundsätzlich. Ja. Bremsflüssigkeit müssen wir auch nicht drüber reden, die wird wahrscheinlich auch komplett im Arsch sein. Kaputt sein. Ja. Aber rostmäßig besser als meiner, also hier vorne zumindest, ne? Ansonsten, ja, ist ein bisschen, wir sind also eine gewaltige Kante besser als meine. Schweller. Ne? Schweller draußen immer weg bei den Dingern. Das ist so sicher wie das Abend der Kirche, aber Gott sei Dank haben wir hier ein Auto mit einem Rahmen. Also von daher ist das ziemlich Latex. Ja, so alles mal wieder gangbar machen, ist alles total verrostet. Ja. 10 Jahre draußen, ne? Nicht drüber unterhalten. Ja, mit der Seite unter so einem komischen Vordach. Mit der Seite eher nicht. Ja. Naja, die Reifen waren mal gar nicht schlecht. Also für die Straße. Ne? Aber ich weigere mich immer so ein bisschen Straßenreifen zu fahren. Das ist ziemlich überflüssig. Ne? Die Anhängerkupplung ist komplett tot. Ja. Habe ich aber noch mal da, also von daher ist es egal. Rahmen, der muss deutlich schnell gebürstet werden und versiegelt werden. Ist nicht schlimm. Ne? Also. Das ist nichts, aber ne, trotzdem, muss ja nicht weitergehen. Ja, da hat er einen drauf gekriegt. Das bedeutet, die Stoßstange ist tot. Die kriegst du nicht mehr gerichtet, habe ich aber noch da. Ja. Ja, das sind so die üblichen Stellen, ne? Da geht es dann Richtung Blätterteich, Richtung Schweller weiter.
Aber wie gesagt, das ist noch harmlos, da ist meiner schlimmer gewesen. Klapper. Ja. Ja, sonst echt gut. Also hier habe ich bei mir auch, glaube ich, 3 oder 4 Stellen geschweißt. Hier ist relativ wenig. Rahmen sieht recht gut aus. Dome auch gut. Ja, okay. Vorne Stoßstange, hinten Stoßstange, beide durchgeknallt. Hinten Unfall, vorne Rost. Und durch und Unfall, also beides gleich. Ja, immer mal gucken, ob ich die Dinger irgendwo kriege. Weil im Linksausdreher wirst du die Räder nicht loskriegen. Ja. Gut. Machen wir alles fertig. Dann wollen wir auch diesen wunderschönen Motorraum wieder, naja, ansehnlich gestalten. Okay, bis später. Jetzt habe ich noch ein Vorglührädel gefunden. So. So. Ohne Vorglühen wird da, glaube ich, nichts bei dem. Ist schon ein bisschen länger, dass der steht. Den Motor muss ich sowieso wechseln, wenn er jetzt fest ist, ne? Dann kann ich auch gleich drehen, oder? Ja, normalerweise mache ich das. Ne? Schön Ölfeuer rein und weiß der Teufel. Und ja, hier ist Öl drin. Auf Minimum, immerhin. Ich lasse den Motor jetzt drehen. Und dann schauen wir mal. Ne? Wenn er nicht dreht, wissen wir es. Definitiv. Dass er fest ist. Ne? Wenn er anspringt, haben wir Glück gehabt. Wenn nicht, gucken wir blöd aus der Wäsche und müssen gucken, dass wir das Ding ins Laufen kriegen, weil der Diesel hier drin ist auch 10 Jahre alt. Ja, ist nichts reingekommen. Wie gesagt, der ist nicht einmal gestartet worden oder sowas in der Richtung. Ich habe ganz vorsichtig im 5. Gang beim Schieben mal geguckt, ob der Motor blockt. Blockt nicht. Also müsste er von der Theorie her drehen. So, eine Batterie ist drin mit Strom. Vorglührrelais ist auch drin. Diesel ist angeblich auf Reserve. Weiß der Teufel. Entlüften kann ich nicht, weil Vorförderpumpe kaputt. Die da unten in der Mitte. Das da ist die Vorförderpumpe. Der hat eine mechanische. Gott sei Dank. Aber die ist leider platt. Und mal gucken, ob die Einspritzpumpe von alleine ansaugt. Ich hoffe. Fühlt sich ein Wolf. Okay, das Relais scheint in der Fritten zu sein. Der glüht 3 Jahre irgendwie. Okay, dreht frei, nicht geblockt. Aber die Vorglühlampe geht nie aus. Okay, mit der Methode werden wir nicht weiterkommen. Mit der Methode werden wir nicht weiterkommen. Ich denke, abladen.
den anderen Land Rover als Batterie quasi missbrauchen und dann sehen wir zu, ob wir den mal ans Laufen kriegen. Er dreht, aber er glüht ewig vor. Oh, ich hasse dieses Piepen, ne? Gut. Mal gucken. Die Räder haben jetzt, naja gut, das Rad werde ich jetzt noch aufpumpen. Die hinteren gehen eigentlich. Und dann runter mit dem Ding. Und dann sehen wir weiter. Wenn die Relais nicht ausgeht, ist natürlich auch ein bisschen nervig. Ja, da muss... Nur ist es quasi mit der Einspritzpumpe den ganzen Blödsinn hinten aus dem Tank wieder nach vorne fördern. Und das dauert. So. Schnell losgelaufen. Zweitaktöl. Wir wollen der Pumpe ein bisschen helfen, also packen wir das in den Dieselfilter. Aber riecht der Diesel nicht. Erstmal mit Fremdversorgung die Pumpe sauber machen. Läuft. Kühlung ist auch okay. Oh, ich denke, der Tag ist gerettet. Der Wagen läuft. Läuft sehr stabil. Perfekt. Wunderbar. Sogar besser als meiner. Das ist gemein. Nee, im Ernst, der läuft wirklich gut für die Standzeit. Ich habe jetzt über den Kanister Diesel gemischt mit so einer Spülung durch die Pumpe gejagt. Da wird einfach der Sprit verharzt sein. Das ist der Bioanteil, der da immer kaputt geht. Und deswegen ist er nicht angesprungen. Er wollte auch gerade nicht über 2000 Umdrehungen drehen, jetzt dreht er voll. Ja. Biosprit, beste was es gibt. Ja, und qualmt halt nicht, ne? Läuft wirklich hervorragend, der Wagen. Bin begeistert.
Ja. So, was haben wir als nächstes nach ein paar Jahren Standzeit? Ja, Mäuse. Wie man sieht, haben die sich da Nester gebaut und so weiter und so weiter. Ja, ein Fenster war nicht ganz zu. Und das ist das Endergebnis. Ist noch genug überall im Innenraum. Also von daher, wenn wir nicht zu wenig Arbeit bekommen, aber erstmal machen wir den ganzen Quark hier weg. Ja, das ist erstmal der Kofferraum, wie es einigermaßen vernünftig aussieht. Okay, dann geht das los. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir hinten rum mal so ein bisschen sauber werden. Dass der Wagen hinten rum ein bisschen sauber wird. Das ist alles Moos etc. So, der Reiniger, den ich da benutze. Da unten ist übrigens mein neuer, den ich gerade gekauft habe, Hochdruckreiniger. Und der Teppich aus dem Kofferraum. Die werden gleich auch noch miteinander zu tun bekommen. Der Reiniger, den kennen viele aus dem Garten, diesen Grünspan von den Waschbetonplatten-Reiniger-Dings-Zeug. Ja, mehr ist das nicht. Das Armaturenbrett sieht extrem schlecht aus. Muss auch noch mal mit dem Föhn dran. Diese hellen Armaturenbretter. Wie gesagt, das ist so ein komischer Überzug hier. Muss ich wahrscheinlich mal mit dem Föhn dran, dass sich das wieder anschmiegt. Gott sei Dank habe ich ein graues Armaturenbrett. Da ist das Problem nicht so deutlich zu sehen. Ja, dann wollen wir mal eben gucken, dass wir hier oben auch mal eben den ganzen Schmand runterkriegen. Und dann soll es das erstmal gewesen sein. Dann gibt es erstmal Blecharbeiten. Das staubt sowieso wieder zu. Ich wollte nur den Schimmel weg haben, ne? Ja, das ist mir erstmal das Wichtigste gewesen. Und hier diese ganzen Ablagerungen, das ist voll eklig. Ja, gut, bis gleich. Für heute mal zum Ende kommen. Das war jetzt die erste eigenermaßen eine Lebenserweckung. Er läuft. Begrenzt bewegt er sich auch. Und ja. Wie gesagt, zum Schweißen ist genug da. Ganz ohne Zweifel ist das. Ist wirklich genug.
Dann würde ich sagen, die Serie geht auf jeden Fall in Bezug auf die Reparaturmaßnahmen weiter. Weil interessanterweise, für dieses Auto bekomme ich wirklich jedes Ersatzteil. Wirklich jedes. Ich könnte so ein Auto nachbauen. Ich kriege sogar die großen Seitenteile. Alles. Wirklich alles. Ja, ein Hoch auf die Briten. Bei Audi kriege ich nichts mehr aus den 90ern. So, und zu guter Letzt. Der Sonnenuntergang. Na gut, ein bisschen spät. Wünschen euch einen sanften Start in die Woche und bis zum nächsten Video.